Der Tipo ist wieder da. Gut ein Jahr nachdem Fiat den glücklosen Bravo in Rente geschickt hat, melden sich die Italiener mit der Neuauflage des 90er-Jahre-Bestsellers in der Kompaktklasse zurück. Der Fünftürer ist 4,37 Meter lang, mit vorerst vier Benzin- und Dieselmotoren ab 95 PS ausgerüstet, hat ein Kofferraumvolumen von 440 Litern und ist ab Juni zu Preisen ab 14.990 Euro erhältlich, die ersten Monate sogar mit zusätzlichen 2.000 Euro Einführungsprämie. Das Cockpit ist funktional und schlicht gehalten. Die Armaturen und Oberflächen wirken wenig hochwertig und sind haptisch auch nicht erste Liga. Die Sitze sind zwar bequem, bieten aber wenig Seitenhalt. Das Platzangebot auf der Rückbank ist dafür üppig. Schon die Basisversion des Tipo ist gut ausgestattet. Klimaanlage, elektrische Seitenspiegel und Fensterheber, Höhen- und längsverstellbares Lenkrad, elektrische Servolenkung und 6 Airbags sind serienmäßig an Bord. Das Design des Fiat Tipos gefällt, ist modern und hat stimmige Proportionen. Der große Kühlergrill prägt die Frontansicht, Motorhaube und Seitenlinie wirken dynamisch. Das Fahrwerk reagiert gutmütig. Allerdings kommt bei der leichtgängigen, aber etwas indifferenten Lenkung und den durchwachsenen Motorleistungen keine wirkliche Fahrfreude auf. Der Durchschnittsverbrauch wird mit 5,7 Litern bei den kleinen Benzinern angegeben, 7 bis 8 dürften realistisch sein. Fazit: ein grundsolides Gefährt, das für preisbewusste Kunden eine interessante und hübsche Alternative zu Dacia Sandero und Skoda Rapid anbietet. Im Herbst wird die Karosseriepalette übrigens vervollständigt. Zu Limousine und Schrägheck kommt dann noch die schicke Kombi-Variante dazu.